Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Barents Sea, der nächsten Ausfahrt. Wir haben ja beim letzten Mal das Netz reingeholt, das zweite Dorschnetz. Wollen jetzt das dritte Dorschnetz reinholen. Und ich habe mir überlegt, wir holen die erstmal rein und versuchen das dann nochmal eine Runde mit Langleinen. Das heißt, ich werde jetzt die beiden Netze erstmal reinholen. Das heißt, ich werde das eine, was ich jetzt noch dabei habe, nicht auslegen tatsächlich. Sondern erstmal mich um die anderen kümmern, die ich noch offen habe. Hallo, kann ich mal bitte hier? Dankeschön. So. Und bis wir da ankommen sind, hat er schon 25, 26 Stunden im Wasser, das Ding hier. Und wir haben ein bisschen Seegang. Na, wo sind unsere Bojen? Da ist eine. Wo ist die zweite? Müsste aber echt die richtige sein, oder? Ja, da ist die andere dahin. Okay. Okay, so. Oh, guck mal, den. Ich finde auch den, auch die Fahrweise im Wellengang haben sie ein bisschen geändert. Man klatscht jetzt viel mehr da so in die Täler rein. Man ist nicht mehr so abhängig von den Wellen. Vielleicht ist auch ein bisschen am Boot. Oh, ich habe mein Dings gar nicht. Am Falling. Flip. So. Jawohl, wollen wir reinholen. Mal gucken, was da überbleibt. Immer ein Dorsch noch dabei. Aber 14 auch noch dabei, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank noch hier die 14... Los, ich meine, da wird eh wieder viel zu viel Fisch, den wir fangen werden. Deshalb, wir müssen mal gucken, weil auch wenn ich die 1000 Haken Langleine nehme, nicht, dass das auch ein bisschen zu viel dann wird. Aber ich will halt selektiv Dorsch fangen, damit ich da den Anteil möglichst hoch habe. Ich würde mir wünschen, dass man das zum Beispiel dann auswählen kann, welche Fische man wieder zurückschmeißt. Wenn wir sagen, guck mal, wir fangen 10 Tonnen Dorsch, warum nehme ich da nicht 10 Tonnen Dorsch mit? Weißt du? So eine Marktwirtschaft wäre vielleicht auch noch ganz cool, wenn du sagst, hier, ich verkaufe im Hafen nur Dorsch, dann sinkt der Preis, ne? So Angebot, Nachfrage. Wer weiß, vielleicht wird das auch mal irgendwann noch implementiert. So ein Feature wäre auf jeden Fall, glaube ich, ganz nice, dass man da auch ein bisschen die Fänge im Auge behält und guckt, was bringt gerade am meisten und auch ein bisschen die Abwechslung aufrechterhält, weil so geht es natürlich auf Dorsch, klar, logischerweise. Der gut was bringt. Oh, der hat mich natürlich verhauen. So, er hatte 11 Tonnen schon wieder, ne? Guckt euch diese Fänge einfach an. Das ist schon ein bisschen sehr viel, weil ich hier gerade aus dem Teich ziehe. Mir soll es natürlich recht sein, ne? Aber ich brauche halt auch irgendwie mal einen größeren Storage. Das ist auf jeden Fall ein Grund fürs nächste Boot, ne? Der größere Lagerraum. Das ist, glaube ich, der Grund für die weiteren Boote dann. Ich finde mal, na gut, ihr habt natürlich jetzt auch hier den Wellengang. Aber ich finde es ein bisschen schwieriger geworden hier. Das letzte Mal angeguckt habe mit dem Durchgleiten, da warst du ruckzuck einmal hier dabei mit einem Wisch. Jetzt finde ich das ein bisschen schwieriger. So. Exiten wir mal kurz hier. Ich habe echt Angst, dass hier jemand ins Wasserfall. Ich soll mal speichern, ich habe noch gar nicht gespeichert. Save Career. Save. So. Und dann düsen wir auch mal hiermit zurück. Die Standorte ändern sich auch gar nicht mehr so krass, habe ich das Gefühl. Die Fischschwärme sind vorher viel mehr geschwommen oder umhergezogen. Glaube ich nicht mehr so krass aus. So. Also wir docken einfach direkt an hier, verkaufen wieder unseren Fisch und kriegen wieder 224.000. Alter! Ah, guck mal, wir kriegen da noch natürlich die Reputation 20% mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Nochmal 44.000. Viertelmillion insgesamt eingenommen. Hier die Dorsche war natürlich wieder ausschlaggebend. Schon krass, schon krass. So, dann gehen wir direkt los. Weiter zum Fischen. Wir wollen keine Zeit verlieren hier, oder? Du machst mal erstmal so lange Pause. Und dann letzten jetzt auch noch rein, was wir da ausliegen haben. Wobei, ne, warte mal. Andocken. Erstmal gucken, dass wir auch da auf die Zeit kommen. 7 Stunden. Das heißt, wir können locker noch 11 Stunden skippen. Dann skippen wir noch hier mal kurz 11 Stündlein. Und gehen dann erst raus zum Fischen. Weil dann sind wir ungefähr bei den 20 Stunden am Netz angekommen. Sprit müssen wir auch wieder auftanken bald, aber gut. Haben noch über die Hälfte, von daher da erstmal kein Problem in Sicht.
Sehr schön. Dann placen wir mal die Waypoints zur Schnellreise. So. Einmal hindüsen. Die 19 Stunden im Wasser wird auch schon passen. Oh Gott. Echt wieder Wellengang hier, ne? Aber das Boot scheint nicht so anfällig zu sein. Vielleicht ist es auch ein Boot, wie gesagt. Weiß nicht, ob die da wirklich was an der Physik geändert haben. Oder an der... Ob es vielleicht wirklich an dem größeren Boot jetzt liegt. Weil bei dem kleineren Boot war der Seegang halt echt schon... Oder du sagst, jo... Das war spaßig, du. So, zack. Holen wir das Netz hier auch mal rein. Wie voll ist es? 12, na gut. Gucken, ob wir hier auch wieder... Da ist er. Da ist er, der Zielfisch. Der Dorsch. Den wir gleich versuchen werden, mit Langlein nachzustellen. Da bin ich echt gespannt. Vielleicht haben wir da nicht ganz so viel überschüssigen Fang. So. Mit 1000 Haken wird man sich ja auch schon guten Fang liefern, oder? Könnte ich mir so vorstellen. Wenn wir sonst immer mit 250 Haken Leinen geangelt. Und jetzt ist das dann viermal mehr. Da kann man halt ein bisschen gezielter drauf gehen. Da musst du nicht immer die Populations hier angucken. Wenn du halt die Dorsch-Population anguckst auf der Map, musst du halt trotzdem die anderen noch abgleichen, ob die anderen auch da sind. Wenn die anderen da auch hoch sind, hast du natürlich da trotzdem noch eine große Mischung. Und wieder 10 Tonnen, ne? Wieder 10 Tonnen Dorsch. Also wenn Dorsche da sind, du... Oh, ah ja. Ah ja, komplett verschnitten. Wenn die Dorsche da sind... Ist das jetzt echt wie im Seegang? Ach, könnte es sein. Ich müsste das echt mal im Hafen, glaube ich, machen. Alter, der verschneit ja alles hier. Naja. Da ist das Bild auch immer so schief, ne? Ich weiß nicht, ob ich da rechts, links oder was weiß ich da machen muss. Normalerweise musst du nur nach rechts durchziehen. Ich weiß nicht, ob ein schiefes Bild auch Einfluss drauf hat. Da, guck mal, da wird er komplett verrissen. So eine Welle da kommt, ist ganz schnell mal Ende. So, den Dorsch haben wir besser erwischt. 1,5 Tonnen noch. Boah, und der ist ja damals schon gesehen. Unten waren die Kreise und ich ziehe da erstmal richtig durch. So. Da haben wir alles filetiert. Und wir gehen wieder auf volle Fahrt zurück zum Hafen und rüsten dann unser Boot mal kurz um. Nämlich auf die Langline, die wir benutzen wollen. Abfahrt. So, jetzt sollten wir 1,5 Millionen dann schon fast zusammen. Überleg mal, wir haben ja dann schon quasi die Kohle zusammen. Na, wieder 198.000. Haben wir schon die Kohle fast zusammen fürs Boot, aber die Kilometer nicht, ne? Das ist echt schon krass. Ein Kilometer werden wir dann im Stream mit Sicherheit holen. Ah, hier sehen wir, der Gatten hat ein bisschen was verrissen. Aber was soll es? So, ich baue das Boot mal kurz um. Erstmal volltanken natürlich. Repairen machen wir auch mal auf dem Weg direkt. Upgrades. Brauchen wir nur einmal umrüsten, denn wir haben ja den Linehauler schon. Woll, will ich. Dann gehen wir auf den Fischmarkt. Und gucken mal, dass wir hier... Hat die 1000 Haken? Lol, die hat schon 2000 Haken. Also ich habe schon zwei davon. Habe ich die mal benutzt sehen, ne? Es kommt nur wegen dem Boot jetzt. Legen wir auf jeden Fall mal welche aus. Immer noch eine dritte dazu. Wir gehen natürlich voll auf Dorsch. Was ist Dorsch? Ist blau. Blau. Das sieht gut aus hier, ne? Schrimp. Schrimp und Krabbe. Aber wir gehen mal mit Schrimp. Mit Krabben größere. Warum gibt's sonst? Weil Schrimp kostet 8000, ist der teuerste, wir nehmen Schrimp. Leute, wir nehmen Schrimp. Klar, da haben wir natürlich die Kosten, ne? 24.000 Kronen jetzt. Ich meine, das ist natürlich gar nichts, wenn wir unsere Einnahmen angucken. Aber bin mal gespannt, was das jetzt auf jeden Fall bringt. Wir gehen mal wieder auf Go Fishing. Den Typ, der ist hier. Warum ist der da? Sitzt der denn da in der Bank? Ein Hall Resting. Keine Ahnung. Steht da jetzt sein Weg rum. Jetzt aber auch nur mit der Kiste, oder? Die Kisten sind auch neu. Oder vielleicht von dem Boot jetzt. Ich hab das Boot vorher nicht gehabt. Ich hab vorher das kleine Boot gehabt. Das könnte sein, dass daran liegt. Hier haben es auf kleine Boot natürlich nicht drauf gepasst. So.
einmal rausfahren wieder. Dann eine gute Dorfstelle suchen. Wir können eine Langlande direkt hier vorne raushauen. Einfach mal so zum Spaß. Aber die hier direkt an der Küste draußen. Oh Gott. Jetzt hat hier am Seegang. Alter, das ist sogar 100 Meter, überleg mal. 100 Meter Langleine. Muss ich natürlich nur erstmal hier den Kursauftritt halten bei den Wellen. Und so schnell fährt das Boot nämlich gar nicht. Boah. Das wird, glaube ich, eine zackige Langleine, aber was soll's. So, die ist auf jeden Fall schon mal draußen. Dann gehen wir natürlich, ja, wir müssen auf jeden Fall da hinten eine reinhauen. Da führt da gar kein Weg dran vorbei, aber hier hauen wir auch mal eine rein. In den Dorschbestand. So. Bisschen Fahrt aufnehmen und raus das Ding. Schön über Bord. Hier im Seegang. Ein Drittel haben wir draußen. Hälfte haben wir draußen. Gott, ich bleib verstehen. Oder? Ich bin mal gespannt, was wir da an Summe an Fisch rausbekommen. Da bin ich echt sehr gespannt drüber. Und plöpp. Ist auch raus. Und dann gehen wir natürlich wieder zu dem Hotspot. Ja, wenn schon Dorsch da ist, dann überfischen wir den richtig. Und wenn den da auch noch wegfangen. So. Auch wieder nochmal die Schrimpleine über Bord. Und auf den kapitalen Fang warten. Dann fahren wir zurück zum Hafen. Skippen die paar Stündchen. Und gucken mal, was dabei dann rauskommt. Bin sehr gespannt. Vielleicht passt das. Vielleicht matcht das eher mit dem Lagerraum, wenn wir die Langleine benutzen. Vielleicht matcht das einfach wirklich besser. Was bringt das halt, wenn wir 20 Tonnen da fangen? Und das eh nicht verwerten können, ne? Aber das werden wir gleich sehen. Indem wir jetzt hier einfach mal zurückdüsen. So, ich muss mal kurz das Land hier rum. Einmal fast traveln, bitte. Okay, wenn wir wieder so 14 Stunden vorspulen, wird das ungefähr passen. Skip Time. 14 Stunden. So, ach nee, nicht nochmal skippen. Auf die Map gucken. Oh, guck mal, jetzt sind sie. Ah, guck. Krass, hier sind sie tatsächlich gewandert. Und hier habe ich die fast gesplittet. Hier sind sie da und dahin gewandert. Also bei Langlein habe ich den Eindruck, dass die mehr wandern. 17 Stunden drin. Ja, gut, die anderen sind dann. Ja, wir müssen jetzt mal trotzdem rausfahren. Aber ich habe noch einen Job sogar hier. Lol. Kann ich aber nicht annehmen. 229.000. Low Haddock Supply in Ackerfjord. 18 Tonnen in 7 Tage. Da muss ich ja zweimal das Boot voll machen mit Haddock. Und ich kann die auch gar nicht annehmen. Warum kann ich die nicht annehmen? Keine Ahnung. Ah, guck, ich kann die gar nicht annehmen, weil ich, ja, weil ich nur 10 Tonnen Available Storage habe. Das heißt, ich kann die Mission erst machen, wenn ich ein neues Boot habe. Er geht jetzt sowieso nicht. So, dann gehen wir mal fischen. Dann gehen wir mal fischen. Dann komme ich einfach rückwärts hier rausfahren. Dann setze ich mir gleich einen Waypoint dahin. Zu meinen Langlein. So. Einmal dahin, da rechts ist die Boje schon, da sehen wir sie. Dahin ist die andere Boje, alles klar, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Seegang hat auch ein bisschen nachgelassen. Und dann schauen wir mal, was die erste Langleine jetzt hier an Fischen bringt. Wobei die Lache ist natürlich viel der Zeit wahrscheinlich außerhalb der Zone einfach, ne? Außerhalb der Population. Außerhalb des Schwarms. So, aber wollen wir mal holen und gucken, wie viel wir da haben. 14 aber trotzdem. Und Dorsch. Guck mal, das ist doch gut, ne?
Das ist kein Dorsch. Das aber auch nicht. Wo ist denn hier meine Dorschausbeute, Leute? Das ist eine Dorschausbeute. Das auch. Hier machen wir ein paar Screenshots. Beifangern war damit auch noch. Logisch, ne? Wir haben jetzt nicht nur 100% Dorschquote. Aber sieht zumindest ganz gut aus, was die Dorschquote angeht. Und er, wie mein Arbeiter da einfach rumsteht. In der Fischkiste. Wir waren auch schon mal ganz gut. Ja, doch. Ich glaube schon, ne? Guck mal hier. Also, ob da ein Dorsch rauskommt, da ist der nächste. Glaubt, das kann was. Mit dem langen. Es fragt sich halt wirklich, wie viel Tonnen wir damit fangen. Natürlich jetzt hier noch. Kommt noch ein bisschen auf an, wie gut wir das Minispiel spielen, aber das ist nicht so das Problem. 52% schon. Bonus obendrauf. 57, aber super viele Dorsche einfach. Und letztes ist nochmal ein Rotbarsch. So, Alter, 20 Tonnen. Ja, aber guck mal, ne, da haben wir wirklich, klar, wir haben jetzt Pollack ein bisschen beifangen, aber ansonsten 20 Tonnen Dorsch. Das ist ja noch viel mehr als beim Stellennetz. Gut, wir können natürlich bei den Stellennetzen auch noch variieren, indem wir sagen, okay, wir nehmen die höheren Stellennetze, ne. Aber selbst hier, okay, da würden wahrscheinlich auch die kurzen Langleinen reichen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob jetzt alles, was ich fange, zu meiner Quote dazu zählt. Wisst ihr, was ich meine? Da müssen wir mal drauf achten, weil dann müsste ich halt echt die kleineren Langleinen nehmen, weil wenn das so eine Quote zählt und ich die wieder reinwerfen muss, bringt mir das ja nicht viel, ne? Das ist halt das Problem an der Sache. Oh Gott. Ich sag mir mit einem guten Schnitt starten, oder was? Oder was sagst du da? Da muss man echt ein bisschen vorsichtiger jetzt machen hier mit dem Gatten und nicht mehr einfach so durchziehen. Bisschen mehr Feeling und vielleicht nochmal. Ah, so viel zu mehr Feeling. So. Da muss ich mir neue Taktik überlegen mit dem Gatten. Ne? Das ging so schön mit dem schnell durchziehen. Das war nicht mehr so gut zu laufen. Ich möchte mal gerade kurz meine Quote angucken. Also ich hab nochmal. Hier, ne? Storage. Quote. Okay, 23 Tonnen Dorsch. Das ist also nur tatsächlich das, weil sonst wäre das ja jetzt schon. Na, ich habe ja davor schon unendlich viele Tonnen gefangen. 100 Tonnen darf ich fangen. Okay, 23 Tonnen. Also wird die Quote nur von dem angerechnet, was das bei Redfish zum Beispiel darf ich schon mal gar nicht mehr mitnehmen. Also noch darf ich 10 Tonnen, aber nicht mehr so viel. Von daher müssen wir da echt aufpassen. Aber wir gehen mal zurück. Wie viel haben wir jetzt an Dorsch eigentlich dabei? Auch noch gucken. Fisch. Boah, 8,4 Tonnen. 8,4 Tonnen. Also das meiste, was wir haben, ist wirklich Dorsch. Mal gucken. Ob wir damit jetzt auch dann tatsächlich mehr Kohle machen, weil wir dann einen höheren Dorschanteil vielleicht haben. Der Milok, 259.000 Euro. What the fuck? Aber gut, von dem Preis her tut sich da nicht viel, ne? Bei Netzen war dann wahrscheinlich so ungefähr der gleiche Anteil. Den Mitarbeiter kann ich eigentlich canceln, der will jetzt hier Geld haben, aber den kann ich mir beim Laien einholen ja eigentlich sparen. Kann ich den irgendwo feuern? Wie feuere ich den denn? Crew. Es gibt gerade keine Crew mehr mal zum Heiern. Also wie kann ich denn meinen feuern, ey? Weiß ich auch nicht. Aber wir fahren natürlich jetzt raus, wir bestücken mit unserer Langleine hier. Mit Shrimp. Dann gehen wir direkt wieder raus. Ne? Jetzt müssen wir hier wirklich das am Laufen halten. 1,6 Mille haben wir. So, und dann fahren wir einfach wieder raus. Zur nächsten Dorsch. Wir können ja eigentlich direkt daneben auslegen. Weil wir da ja eh hin müssen. Dann legen wir da die Langleine aus. Mit sogar blau jetzt hier, sehr schön. So. Einmal raus das Ding hier. Ach guck mal, Gear und Boat. Ich habe sogar die Netze auf dem Boot dabei. Aber ich kann halt auf dem
Teich das nicht umbauen, ne? Hier sehen wir aber nochmal hier unsere Altersdinger von den anderen Leinen. Vielleicht wird auch die andere hier dabei stehen. Die Longline 1, die müsste jetzt auch ploppen. Oder ne, guck mal, jetzt beide drei. Longline 3 und Longline 3, ja gut. Wahrscheinlich auch nur jetzt, ne? Ne, immer noch 3, alles klar. Dann heißt halt auch 3 und da hinten ist unsere andere Boje, die sehen wir schon da vorne. Da werden wir jetzt mal hin tuckern. Und zwar mit voller Fahrt voraus. Wo ist denn jetzt hin? Habe ich doch gerade gesehen, oder nicht? Ich habe es gerade gesehen. Ich habe mich wohl getäuscht, habe ich irgendwas anderes gesehen. Nutzen wir also unser GPS, um zu gucken. Aber dann werden wir ja safe, keine Ahnung. Dann werden wir ebenfalls wieder 20 Tonnen rausholen. Da ist eine Boje, das ist aber die rechte, glaube ich. Wir müssten zur linken. Die muss auch irgendwo zu sehen sein. Da ist sie das? Ist sie? Okay. Das ist nämlich da vorne, das ist nämlich die andere. Alles klar. Dann nehmen wir natürlich. Hier, kann ich den hier eigentlich mal hier woanders hinschieben? Kochen oder so. Er bleibt aber an der Stelle, ne? Er bleibt aber trotzdem an der Stelle. Na gut. Dann kocht jetzt halt die Fische direkt hier. Vor Ort. Lol, er ist halt wirklich am Kochen, ne? Nice. So, da ist der Zielfisch, den wir haben wollen. Der gute alte Dorsch. Hier nochmal. Zack. Ja, das ist echt nice. Also bitte Langlein, glaube ich. Gerade wenn man halt die großen Boote hat, vielleicht doch ein bisschen gezielter. Ich bin echt gespannt, was das nächste Boot an Storage hat. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Na, also ist halt nicht so schlimm, wenn wir jetzt mehr Geld verdienen, bevor wir die Kilometer haben, weil wir ja trotzdem die ganzen Upgrades kaufen müssen. Und gerade das Storage ist auch nicht gerade günstig gewesen, gerade bei dem Boot hier schon. Kam da schon eine kleine Summe zusammen. Ich glaube, die letzte Upgrade hat ja alleine schon 150.000 gekostet. Und die Upgrades davor muss er auch erstmal kaufen. Von daher ist so ein bisschen Geld, was du zu viel verdienst, bis das Boot freischaltet, ist auf jeden Fall nicht zu schlimm. So. Und der nächste Dorsch. Und dann nochmal der letzte. Und dann gucken wir, was wir gefangen haben. Nochmal 19,8 Tonnen. Also Leute, was willst du da noch mehr, ne? Was willst du da noch mehr? Alter, ich bin schon wieder verreist, ne? Wie ich den schon wieder verreist, Leute! So blöd zum Flirtieren ist er auch noch. So, die haben wir nochmal gerettet. Ah, die, immer wenn unten oder in einer Richtung alle Punkte liegen, dann ist das so. Kann ich, mach das gleich echt mal im Hafen. Warte mal, wir exiten mal. Ich mach das mal im Hafen. Gucken, ob es da leichter ist. Wir müssen ja eh zurück. Und holen wir die anderen Langleinen da hinten rein. So, erstmal fast traveln. Zack, wir gatten den Fisch mal. Hm. Sieht leichter aus, oder? Weil hier kein Seegang ist. Na gut, sind aber schon fertig. Haben wir nur zweimal gegattet. Verkaufen wir den 234.000. Alter. Gut, den haben wir natürlich verrissen hier, den Rotbarsch. Aber was soll's. Sehr schön, sehr schön. Ja, damit haben wir fast das Boot zusammen. Aber wie gesagt, ne, wir haben jetzt natürlich nicht das... Achso, ne, ich will natürlich auch die Fische wieder baiten hier. Oder die Langleine, besser gesagt. Damit Shrimps, solange die Dorsche da sind, sollten wir das auf jeden Fall nutzen. Und die hier fangen. Ich will auf Repair setzen, hat übrigens was Sinnvolles zu tun. Und unser Boot reparieren. So, setzen wir jetzt daneben die andere Langleine? Ich weiß ja nicht, ob das so die beste Idee ist, die jetzt direkt daneben zu setzen. Das ist halt die Frage, aber machen wir trotzdem mal. Dann holen wir auf dem Rückweg die Boje da rein. Oder die Langleine. So. Einmal Fahrt aufnehmen.
Dann wir da das hier reinwerfen. Aber es wird, glaube ich, echt so eine Leine reichen mit, keine Ahnung, 500 Haken, ne? Weil wenn die Hälfte davon fängst, von dem, was du jetzt fängst, glaube ich schon. Da bist du eh voll. Fang jetzt jedes Mal da über 20 Tonnen. Und dann nur 10 Tonnen Platz. Eine Frage, inwiefern hast du Bestände beeinflusst? Oder ob die dann halt nicht angerechnet werden, weil du die nicht mitnehmen kannst. So. Ab zu der Boje da. Und eingepackt, das gute Ding. Okay, jetzt bei Nacht natürlich nicht ganz so leicht. Aber das müsste die richtige Boje sein. Ja, ja, das ist die. Das ist die auf jeden Fall. Dann nehmen wir die hier noch mal fix mit. Rollen die mal schnell. Oh, die hat sogar 15. Alter. Maximalausbeute auf der Leine. Besser geht gar nicht. Das wird ein richtig guter Fang, glaube ich. Und dann ist noch die entsprechenden Dorsche dabei. So, weil ich ein paar Pollack hier rausholen, aber was das ist. Oh. Müsste mal langsam welche kommen hier, ne? Das ist wieder einer. Das ist wieder einer von der guten Sorte. Das wieder nicht. Haben wir echt mehr von den Viechern erwischt? Oder täuscht uns gerade nur? Ist jetzt erst ein Dorsch, der angezeigt wurde. Also so als Anzeigedorsch quasi. Mal gespannt, ob das irgendwie Einfluss hat. Da ist noch mal einer. So, was ist hier? Rotbarsch. Das ist nochmal ein Dorsch. Pan ist mit dabei. Bin gespannt aufs Ergebnis. Bonus stimmt auf jeden Fall. 56%. Ah, jetzt am Ende kommen nochmal ein paar. Okay. Okidoki. Ah, da noch einer. Da haben wir den nochmal gerettet, glaube ich. So, letzter Haken hier. An der Leine ist nochmal ein Rotbarsch. Was haben wir da? 23 Tonnen Dorsch. Alles klar. Alles klar. Ich brauche ein größeres Boot, Mann. Ich brauche ein fucking größeres Boot. Und zwar so schnell wie geht. Nur, wir müssen erstmal ein bisschen durch die Gegend fahren dann, ne? Das wird jetzt halt das Einzige sein, was uns noch fehlt. Aber das werden wir dann mit Sicherheit ein bisschen in den Streams machen, weil da kann ich mit euch ein bisschen quatschen nebenbei. Das ist da mit Sicherheit eine ganz gute Aufgabe. Da mal ein paar so Erkundungsfahrten noch zu machen. Noch die anderen Häfen zu entdecken. Oh, der hat. Oh, au. Komplett verrissen, das Viech. So. Start. Und das müsste es gewesen sein. Ah, ne, 100 Kilo haben wir noch. Ja, die müssen wir natürlich total verreizen. Sehr schön. Dann docken wir an, verkaufen unseren Fisch und kriegen wieder 230.000 Kronen mit rein und sind es bei 2,2 Millionen. Also, das nächste Boot ist vom Kohlefaktor ja schon mal gesaved. Vom Zertifikat aber noch nicht. Da fehlen uns noch, wie gesagt, 100 Kilometer, die wir fahren müssen. Also nochmal ungefähr so viel, wie wir bis jetzt gefahren sind. Was ganz human ist. Und dann können wir uns das nächste Bötchen kaufen. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht in der nächsten Folge dann schon das nächste Boot. Ich muss mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich morgen streamen. Also wenn ein Video kommt, dann war es gestern. Aber da kommen wir vielleicht nochmal ein paar Kilometer voran. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Das soll es gewesen sein von dieser Folge. Dorschfang erfolgreich mal wieder hier abgeschlossen, auch mit langen Nein. Sehr, sehr nice. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Däumchen nach oben, würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.